Hochzeitsplanung mit dem Thema Musik und Entertainment. Im Workbook steht euch zuerst ein Blatt für die Eintragung von möglichen MusikerInnen zur Verfügung. Auf den vier Kontaktblättern findet ihr erste Fragen am Telefon sowie einen ausführlichen Fragenkatalog für die erste Besprechung. Zudem gibt es Raum für Songs, die euch gefallen und die ihr vielleicht hören möchtet. Und natürlich einen konkreten Ablaufplan, wo ihr genau festhalten könnt, wann was live performt werden soll. Weil das besonders wichtig für die Auswahl ist, gehen wir zuerst der Frage nach, warum ein DJ mit Live-Act besser als eine Band sein könnte. Danach folgen ein paar Gesichtspunkte und Tipps zum Thema Erfahrung. Warum es so wichtig ist, auf den persönlichen Musikgeschmack der MusikerInnen zu achten, erklären wir im nächsten Absatz. Und für die Auswahl ein entscheidender Gesichtspunkt, das passende Equipment. Fragt ihr euch, welche Songs für euer Event und eure Gäste in welcher Reihenfolge passend sind? Hier erfahrt ihr unsere Profi-Einschätzung. Es folgen Beispiel-Setlisten, die garantiert funktionieren. Gerade bei den DienstleisterInnen, die einen Teil des Events stark beeinflussen, sind Verträge und alles, was rechtlich wichtig ist, nicht zu unterschätzen. Tragt eure bevorzugte MusikerInnen-Auswahl und natürlich die Kosten in das dafür vorgesehene Workbook-Dokument ein. Eure schlussendlich zu erwartenden Kosten könnt ihr danach in die Budgetplanung integrieren.